Schauen wir nochmal auf die Tore des Achtelfinals zwischen Benfica Lissabon in Rot-Weiß und Paris Saint-Germain. Nuno Gomes mit einem wunderbaren Pass auf Jimao. Stellungsfehler des Tschechen Rosenal. Es begann wie im Hinspiel. Jimao, der Kapitän, bringt Benfica in Führung. Hinspiel 2:1 dann aber für PSG. Hier ist das nicht mehr möglich. Dank dieses Traumtores in der 27. durch Petit. In Frankreich geboren, in der Nähe von Straßburg. Perfekter Treffer von Petit. Alles sprach dafür, dass Benfica die Sache hier locker nach Hause bringt. Dann der Portugiese in Reihen der Franzosen. Der Mannschaftskapitän trifft auch auf der anderen Seite. Pauleta macht sein Tor genauso wie vor 7 Tagen. Damit alles offen. Leo. Gima auf Leo. Der vorbei. Und das ist Elfmeter. Das war geschickt vom Linksverteidiger. Der ist halt ein richtig abgezockter. Und er weiß genau, wie er sich zu verhalten hat. Er bekommt den Fuß noch vor dem Gegenspieler an den Ball. Legt ihn vorbei und dann rauscht, ich glaube, es war Mulumbu, in ihn hinein. Vorbei an Diané. Und jetzt kommt die Hilfe und sie hätte wegbleiben sollen. Da war kein Ball gespielt. Mulumbu, da kann er nicht mehr weg. Völlig unnötig macht er da, viel zu ungestüm. Setzt er hier die Grätsche an. Da muss er entweder den Ball erwischen oder sich einfach anders verhalten. Muss abwarten. Und das Ärgerliche für Mulumbu, er sah auch noch gelb. Das geschah schon in der ersten Hälfte. Er ist runter vom Platz. Verlängerung oder Benfica im Viertelfinale. Es hängt am Kapitän. Er hat im Hinspiel getroffen. Er hat hier das 1-0 gemacht. Trifft er zum dritten Mal innerhalb von 8 Tagen gegen Paris Saint-Germain. Jimao hat es auf dem Fuß. Vom Punkt. Das ist ja nicht eben die Stärke der Portugiesen. Jimao macht sicher. Verlängerung ausgeschlossen, aber richtig verdient ist es nicht. Benfica hätte einfach mehr zeigen müssen. Für Paris Saint-Germain kommt es in diesen Wochen knüppeldick. Ihr bestes Spiel seit Wochen. Und jetzt stehen sie wieder mit leeren Händen da. Landreau hat da noch moniert, dass Jimao nicht durchgelaufen sei. Verzögern ist ja erlaubt, aber nicht stehen bleiben. Ja, das ist grenzwertig, was Jimao da macht. Er stoppt fast komplett ab. Aber ich denke, der Keeper hätte ihn auch so nie und nimmer bekommen.